DB 8190, 6 Zementzug nach Böhle Rangierbahnhof. Es ist 12 Uhr. Befördern Sie diesen Zementzug nach Böhle Rangierbahnhof, wo er später in das nahegelegene Zementwerk rangiert werden kann. Fahren wir mit die Baureihe 193 Vectron 1889 Tonnen schwer, 21 Wagen im Zugverband und 344,9 Meter lang. Auf der Strecke Ruhr-Sieg Nord auf dem Abschnitt Finnentrop-Güterbahnhof von Böhle-Wagenlager. Ich würde sagen, wir beginnen und damit ein herzliches Willkommen zu dieser kurzen Folge 10 Chain SimWorld 4, denn ich spiele das. Ich habe heute leider nicht mehr Zeit für euch. Dafür wird es am Wochenende wieder ein längeres Video geben mit den ganzen Zügen, die wir ja nun endlich importieren konnten. Und dann wird es natürlich ein längeres Szenario geben, beziehungsweise auch ein längeres Video logischerweise. Aber heute habe ich leider nicht die Zeit. In der AFB, Woche ist das leider immer so ein AFB, bisschen schlecht. AFB. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So, aber ich wollte wenigstens für euch ein kleines Video machen. So, sollten jetzt eigentlich soweit abfahrbereit sein. Ich glaube, Spitzenlicht muss noch eingeschaltet werden, so wie ich das sehe. Dann machen wir das natürlich. So, jetzt haben wir. Hä? Wieso habe ich denn jetzt kein Spitzenlicht? Muss ich das jetzt verstehen? Mache ich jetzt was falsch oder? Lassen wir das erstmal. Haben wir jetzt Spitzenlichter oder nicht? Wir haben nur Spitzenlichter. Dann können wir ja den Fernlicht ausmachen. So, dann würde ich sagen, los geht's. Lösen die Bremse. So, AFB ist gesetzt, genau. Bremse lösen. Dann könnten wir losfahren. Auf geht's! Dauert natürlich ein wenig. Wunderbar. Aber wir haben doch keine Spitzenlichter an. Jetzt haben wir sie an. Komisch. So, wir dürfen jetzt gleich 80 bzw. 60. Haben wir den Bobzug-Sicherungssysteme eingestellt?
Natürlich nicht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich würde sagen, was fehlt doch? Richtig. Ach, da wollte ich bei ihm ganz schnell was nachgucken. Wie man das denn wieder hinkriegt mit dem Gleiser. Wie ging das jetzt noch mal? Groß. Wunderbar. So, endlich können wir mit den auch mit den Zügen von TSW 3 hier in TSW fahren, und zwar auf Einstrecken oder fast Einstrecken. Das macht natürlich um einiges mehr aus und macht die ganze Sache umso spannender, finde ich. Und warum ich Fernlicht anmachen muss, damit ich Spitzenlichter anhabe, naja, muss ich nicht verstehen. Da ergeben sich jetzt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Also die Vectron kann man fast auf Einstrecken einsetzen. Ich habe mir das mal so ich habe mir das mal so angesehen und wir sollen auf 70 verlangsamen. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Ich habe mir das mal so durchgesehen und die Vectron kann man so gut wie auf Einstrecken fahren. Ist natürlich sehr, sehr schön. Man kann auch die Vectron im Personenzugverkehr einsetzen oder Personenverkehr. Was mich persönlich sehr freut, weil ich die Vectron gerne im Personenverkehr eingesetzt sehe, finde ich. So, wir können uns befreien. Die ist ja universell einsetzbar, diese Vectron. Das ist ja das Schöne. Dann stellte ich mal diese Lackierung im schönen Rot, wie sie hier jetzt ist, von Dostos vor. Das ist doch einfach nur genial. So, 50. Muss da mal hinbewegen. Also ich habe gemerkt, man muss bei jeder AFB-Veränderung, Geschwindigkeitsveränderung, den Vollsollknopf bestätigen, also die oben einmal drauf drücken, auf den Hebel selber, weil der das sonst nicht bestätigt. Also anders als bei anderen Zügen oder bei anderen Loks muss man das hier wirklich immer wieder mit Druck auf den
oben auf den Hebel drauf, auf den Knopf bestätigen, das ist ein V-Soll. Zugbeeinflussung. So, 70. Ich denke, das erfüllen wir. Geht hier so ein bisschen bergauf. 1,3%. Wunderschön. Wunderbar, einfach nur wunderschön. Wir müssen hier die Kurve legen. Gleich 40. Das heißt, wir quittieren jetzt hier und dann Zugbeeinflussung. Gehen wir mal runter auf 40. Wir bestätigen. So, dann bremst er auch. Vorher bremst er nämlich nicht. Da reagiert die AFB einfach nicht. Zugbeeinflussung. So, gleich 40 zu erwarten und außerdem haben wir ein rotes Signal zu erwarten. Das dauert noch ein klein bisschen. Ich denke mal, das ist an dem Haupt, an dem Abstellgleis, an dem wir eh anhalten müssen. Also das ist noch ein ganzes Stück hin, wenn ihr da oben rechts auf die Leiste schaut. Kommen erstmal die 40. Weichengeräusche, wunderschön, wunderschön. Siefer? Hat einen richtig schönen Sieferton, finde ich. Nicht so laut, aber trotzdem wahrnehmbar. So, dann fahren wir da hinten auf das Ziel zu. Ihr seht es vielleicht schon. Letzten Wagen fahren dann auch auf das Gleis. Ihr seht es hinten vielleicht. Jetzt befinden wir uns komplett als ganzen Zug auf diesem Gleis hier. So, schon mal ein bisschen Leistung weg. Zugbeeinflussung. Stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Wollte nur unter die 24 sein. Weil wir nämlich jetzt laut Luftverkehrsmanagement mit Sicherheit gleich unter 24 bleiben müssen. War ganz stark von aus. Bleibt doch stehen. So, sollen wir jetzt abkuppeln, dann werden wir das natürlich tun. So, das heißt, wir steigen aus diesem guten Vectron. Die Tür, nicht das Fenster. So. Stufen hier runtersteigen. Kuppeln wir einfach mal ab. Wieder einsteigen. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. So. Tür schließen. So.
Wir haben aber immer noch rot oder dürfen wir mittlerweile fahren? Jetzt einmal vergewissern. Fortfahren. Sehr schön, wir sollen unter 25 bleiben. Dann machen wir das doch ganz einfach. So. Kann man bestätigen. Dann lösen wir die Bremse. Sehen wir, wie die Bremse sich löst. Wenn sie das nicht tut, dann gehen wir einfach mal auf die Bremse lösen. Und dann gehen die Balken normalerweise ganz runter. So, ein paar Mal nachhelfen, da funktioniert das auch. So, da wir ja jetzt solo unterwegs sind, sich das Ganze natürlich umso schneller in Bewegung setzen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, das haben wir auch soweit quittiert. Befehl 40. So, was dürfen wir denn jetzt überhaupt fahren? 40. Wobei lohnt sich das? Wir sind auf einer Rangierfahrt. Dann können wir eigentlich auch bei 25 bleiben. 200 Meter können wir jetzt auch mit 25 km/h fahren. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht beschleunigen. Da kommt eh wieder 20. Das ist Höchstgeschwindigkeit. Also von daher lohnt sich das nicht wirklich. Kommen wir schön solo. Warum wir da kein Licht? Egal. Komm, vielleicht habe ich auch irgendwo was falsch gemacht. Irgendeinen Knopf nicht gedrückt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren aufklären, da falsch gemacht habe. So. Jetzt müssen wir die Richtung wechseln. Wechseln wir jetzt den Führerstand. Oder fahren wir einfach, ne, wir fahren rückwärts. Das heißt, das hier. Lösen die Bremse. Bremsen sind gelöst. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Weiche richtig gestellt ist. Ich nehme an, das wurde automatisch gemacht. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Sieht danach aus. Dann drücken wir nochmal die SIFA. Machen schon mal den Kombihebel aus. Geht schon mal auf die Bremse. So, damit hätten wir das. Seht her, meine Lackierung. Schließen Sie ein Szenario mit einer von Ihnen erstellten Lackierung ab. So, das haben wir auch erledigt. So, wenn euch dieses kleine süße Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr seht, hört mich dann, wie gesagt, am Wochenende wieder, wie gewohnt, in einem der nächsten Videos von Trainsim World wieder. Wir haben Gold erhalten, das ist doch schon mal was. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, es kommt
Auf jeden Fall noch mehr Videos, auch mit neuen Zügen auf alten Strecken. Seid gespannt, freut euch drauf, macht's gut, ciao, servus und tschüss, euer Dennis Peters. Bis zum nächsten Mal, bye bye.